So, guten Morgen, guten Morgen. Herzlich willkommen, dritter Versuch. Ich kriege meine Handyhalterung nicht in den Griff, aber jetzt haben wir's. So, ich freue mich natürlich, dass euch der erste Teil von Gedanken aus meinem Kfz so gut gefallen hat. Von der Warte gibt es einen weiteren Teil. Also, wir fahren jetzt mal wieder von der Schule ins Büro. Und genau, ich habe das Mikro jetzt mal hier ran gemacht. Ich hoffe, dass es dann besser ist, weil beim letzten Mal ist gerade auf Kopfsteinpflaster und Co. irgendwie ein paar, Ton war nicht so toll, also von den Nebengeräuschen her, von der Warte. Gucken wir mal, wie es diesmal ist und verbessern mal das Setup. Also wir haben einen wunderschönen kalten Tag heute und es ist traumhaft. Die Sonne, das sieht so toll aus, aber wir haben auch minus 4 Grad, also es ist wirklich kalt und bisschen ungemütlich, einfach weil es so kalt ist. Okay, also genug des Vorgeplänkels, lass uns loslegen. Was wollte ich denn heute mit euch besprechen? Und zwar, genau, wollte ich eine Sache erzählen. Und zwar, wie gehst du damit um oder wie gehe ich damit um, wenn mir Feedback angetragen wird, nachdem ich zum einen nicht gefragt wurde und nachdem ich nicht gefragt habe und zum anderen gibt es, ich weiß nicht, ob euch das so auffällt, jetzt sind ja die Kinder gerade krank und so, also meine sind jetzt nicht krank, aber es sind super viele Kinder krank gerade, auch von meinen Kollegen und von Kunden und so weiter. Und wie soll ich sagen, es gibt den Moment, gerade wenn ihr selbstständig seid und immer irgendwie weit vorne mit vielen Sachen und immer irgendwie gut abliefern könnt und das eigentlich ganz gut unter Kontrolle habt, dann passiert Folgendes. Dass wenn dann mal der Moment ist, wo vielleicht bei dir irgendwas nicht glatt läuft und du selber vielleicht denkst, okay, ah fuck, es ist wirklich einfach anstrengend gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist einfach super anstrengend gerade und ich würde mich so gerne mal mit jemandem austauschen. Und du dann sozusagen mit demjenigen, der gerade vor dir steht oder wie auch immer, und du fängst an so ein bisschen, wie soll ich sagen, kurz dein Leid zu klagen und zu sagen, du, das ist irgendwie, alles ist einfach überanstrengend. Und ganz oft wollen wir überhaupt gar keine Ratschläge für, es ist überanstrengend, sondern wir wollen einfach nur einmal kurz sagen, dass es gerade anstrengend ist für uns, nicht mehr und nicht weniger. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber es sind lustigerweise diejenigen, die, also wie soll ich sagen, das Feedback ist dann in der Regel ein, ja, es kann auch nicht immer perfekt laufen. Das musst du halt auch mal einsehen. Auch bei dir läuft es nicht perfekt. Das sind übrigens, also das sind reale Antworten, die ich tatsächlich bekommen habe. Und genau, also nee, du musst das auch mal einräumen, dass das eben nicht immer so durchlaufen kann. Und das ist auch bei dir, das, also das geht auch nicht. Das hat mich sowieso immer schon gewundert. So. Und genau, und dann stehst du natürlich da mit deinem Bedürfnis nach, ich wollte es einfach nur gerne teilen, weil vielleicht es einfach gerade für mich auch anstrengend ist gerade und ich einfach, ja, vielleicht einfach gerne gesehen werden würde in dem, wie anstrengend es ist. Mehr nicht, okay? Und dann gibt es Menschen um einen rum und es ist zum Glück, wird das immer weniger, aber es gibt eben immer noch den Moment, dass du mehr feststellst, ach krass, guck mal, ich habe gar nicht gedacht, dass du zu denen gehörst, aber gut, dass wir mal darüber reden. Dann gibt es Menschen um dich rum, die diese Gelegenheit gefühlt irgendwie so ein bisschen nutzen und dir beipoolen, dass sie das sowieso nicht so gut finden und also und permanente Performance oder Sichtbarkeit, Ziele verfolgen oder Zielstrebigkeit, nennen wir es mal so. Es gibt ja das Showing Up, also die Amerikaner sagen dazu Show Up. Das ist im Deutschen übersetzt, denke ich, Zielstrebigkeit ist das, was es am ehesten trifft. Dass sie das sowieso schon die ganze Zeit beäugen und jetzt den Moment gut abpassen, dir zu sagen, ja, aber ich finde, das mit der Zielstrebigkeit, das ist auch ein bisschen drüber, das ist auch ein bisschen doll. So. Und das ist eine Situation, das ist mir jetzt vor kurzem erst selber wieder passiert, das wollte ich mit dir teilen, weil ich das so ungeheuerlich finde tatsächlich, dass das immer wieder passiert und dass man sich davon irgendwie auch nicht so richtig reinhalten kann. Ja? Es gibt zwei relevante Dinge dazu. Also das eine ist halt, zu verstehen, dass das, was derjenige zu dir sagt, sagt viel mehr darüber aus, was derjenige denkt, als das, was tatsächlich dich betrifft. Warum? Weil in der Systemik sozusagen, jeder Mensch ist ja ein in sich geschlossenes System sozusagen und dann gibt es Übereinkünfte. Das heißt, wenn du eine Information reingibst in das System, in dem Moment, wie du erzählst, ist super anstrengend für mich gerade, fällt das auf das System des anderen. Und dort sorgt es für entsprechend Resonanz. Und das, was dann rauskommt, wird sozusagen einmal durchgeschickt durch
Röhrensystem und hat dann einen gewissen Output. Also das heißt, da kommt dann, entsteht dann am Ende der Kommentar. Das bedeutet aber auch, dass der Kommentar zu 90% aus dem besteht, was in dem eigenen System vorherrscht. Und das ist halt was, wo ich wirklich denke, so, okay, das erstmal zu verstehen. Das heißt, am Ende wollte der oder diejenige dir wahrscheinlich gar nichts mitteilen, sondern eher nur sagen, dass sie selber auch nicht gut abliefert und dass sie selber vielleicht auch gerne mal gesehen werden würde wollen in diesem ganzen, ich kann nicht so gut abliefern gerade. Und das kriegst du halt so brühwarm aufs Brot, weil du einfach gerade ja, ein dankbarer Auslöser bist für dieses Thema, was vielleicht sowieso gerade besprochen werden sollte. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, gerade wenn ihr sonst, also was heißt sonst, gerade wenn ihr normalerweise gut abliefern könnt und das vielleicht jetzt gerade anstrengend ist, empfinden die Menschen, die euch ein bisschen im Stillen beneiden wahrscheinlich oder bewundern oder wie ist jetzt egal, in welcher emotionalen Couleur, die empfinden sich dann als erleichtert, wenn sie sehen, dass sozusagen das, also dass du auch nur mit Wasser kochst, okay? Das finde ich irgendwie ist für die eine positive Information. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass du sozusagen in der Situation, in der du ja selber bist, in dem du erzählst, ist gerade super anstrengend für mich, es ja super weird ist für dich, dass der andere sagt, hey, das ist ja eine super Information, danke, mir geht's jetzt besser. Und du denkst so, ich wollte gar nicht über dich reden gerade. So. Und das ist das Kuriosum, was immer wieder passiert, wenn wir einfach Menschen miteinander kommunizieren. Also das passiert nicht nur dir, das passiert jedem von uns, dass wir einfach ja, mit unseren Sachen so rausgehen und hoffen und sehen wollen, dass andere sich mit uns befassen. Und oftmals ist es so, ja, dass der Mensch sich zu 95% vor allem mal mit sich selber befasst. Und das ist auch okay. Das bedeutet aber nur, und deswegen erzähle ich das, das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du zum Beispiel dein Business starten möchtest oder damit aufs nächste Level gehst oder einfach sagst, ich möchte jetzt jemanden einstellen, ich möchte ein Büro mieten, ich möchte einfach noch mehr sichtbar, ich will das noch größer machen, dann ist es nicht besonders schlau, darauf zu setzen, was andere dazu sagen. Also vor allem nicht Menschen, die in deinem näheren Umfeld sind, die dich schon lange begleiten, die vielleicht Freunde, Familie und so weiter, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, die zu befragen und es macht auch keinen Sinn, deren Meinung sozusagen so hoch zu werten. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, Meinungen übrigens so hoch zu werten, weil Meinungen hat jeder und sind auch oftmals, wie gesagt, tagesformabhängig und sind vor allem aus dem eigenen Erfahrungssystem heraus kreiert. Und das hat in der Regel nichts mit deinem Erfahrungssystem zu tun. Und das muss man einfach einmal ja, verstehen und annehmen und irgendwie auch für voll nehmen und dann ist auch okay. Das heißt, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen, dass du denkst, ja scheiße, jetzt bin ich wieder alleine. Danke für diese Kacke-Informationen. Aber das ist natürlich, dass, wenn du das annehmen kannst, dann macht dich das natürlich super unabhängig einfach. Also weil du eben, ja, weil du nicht mehr darauf warten musst, dass jemand anderes sagt, das ist eine super Idee. Ich will damit nicht sagen, dass du keine Berater mehr brauchst, okay? Das meine ich damit nicht. Aber ich kann sagen, Berater sind ja dafür da, also Unternehmensberater, was auch immer, Lebensberater, whatever, sind ja dafür da, um dich zu beraten, nicht um am Ende die Entscheidungen zu treffen. Und das ist der Punkt. In dem Moment, wie du deine Familie fragst, wollen die dir einen Ratschlag geben. Das hat mit Beraten nichts zu tun. Also Berater sind vor allem Menschen, die versuchen, dir andere Perspektiven und weitere Perspektiven zu deiner Perspektive hinzuzufügen. Das ist deren Job. Das ist auch mein Job, ehrlich gesehen, dir eine weitere Perspektive aufzumachen. Aber ich würde im Leben mich nicht hinstellen und sagen, deine Perspektive zählt nicht. Ich würde es so machen, wie ich sage. Das finde ich schwierig. Das ist einfach schwierig. Weil am Ende muss das ja auch in deinem System und in deinem Erfahrungssystem funktionieren. Und genau, aber der Punkt ist einfach der, also zwei Sachen, gebt nicht so viel darauf, was die Leute sagen, weil das einfach, die Leute sagen Sachen, die vor allem für sie sich gut anhören und die sich vor allem für sich selber gut machen und die vor allem in ihrem Kontext Sinn machen. Okay, das ist das eine. Und das andere ist, ach, also ich kann euch nur einladen zu einer gewissen Hygiene. Achtet einfach darauf, dass die Leute, dass ihr nicht so viele Menschen um euch rum habt, die sozusagen die Gelegenheit nur abwarten, dass ihr mal in einem schlechten Mood seid
um euch dann noch final eins über eine Watschen zu geben, sondern guckt, dass ihr Leute um euch rum habt, die dann einfach, weißt du, wie ich meine, die dich einfach vielleicht wirklich in den Arm nehmen und sagen, ach Mann, weißt du, sehe ich auch, ist super schwierig, ist einfach vielleicht auch gerade anstrengend, wollen wir vielleicht in Ruhe einen Kaffee trinken oder so. Das wäre eine freundschaftliche Antwort auf so eine Ansprache und die eben nicht mit irgendwelchen lustigen Verbesserungsvorschlägen daherkommen, weil Fakt ist, du würdest ja von dieser Herausforderung gar nicht erzählen, wenn du nicht schon 37.000 Verbesserungsvorschläge und Dinge irgendwie ausprobiert hättest oder es sich vielleicht sogar um eine Herausforderung handelt, die in einem größeren Kontext daherkommt oder die nicht zum ersten Mal da ist oder wie auch immer. Also Fakt ist, also es gibt eine Sache im systemischen Coaching und die finde ich super wertvoll und die dürft ihr euch allesamt hinter die Ohren schreiben, weil das extrem wichtig ist und euch unabhängig macht, ist, der Klient ist Experte für die Lösung. Das heißt, in dem Moment, wie du das Problem hast, bist du ja quasi der Klient. Das heißt, du bist Experte für die Lösung. Niemand sonst. Niemand darf deinen Expertenstatus bezüglich dieses Problems in Frage stellen. Niemand. Kein Berater, egal wie viel Geld das kostet, egal wie viel Geld das gekostet hat, egal was der für Erfahrung gesammelt hat, völlig wurscht. Du bist Experte für deine eigenen Probleme. Und das ist wirklich, wirklich wichtig zu verstehen. Und das ist das, was ich irgendwie heute teilen wollte, weil ich diese Woche selber, ja, ich will nicht sagen, drüber gestolpert bin, aber es hat mich den ein oder anderen Moment des Nachdenkens gebraucht, bis ich das für mich wieder raus hatte, weil ich eben auch in einem nicht besonders guten Mut war, also nicht in einer besonders guten Stimmung, weil einfach ist alles anstrengend ist gerade. Wir sind alle angeschlagen, die Hälfte der Bande hier hat Corona, die andere Hälfte ist noch fit, aber irgendwie auch ein bisschen mühsam. Und das ist natürlich was, was mir auf jeden Fall auch hier und da Kraft nimmt, gerade wenn ich auch selber ein bisschen angeschlagen bin. Und das ist nicht so, dass einem das dann sofort offensichtlich klar ist, wie die Dinge liegen. Aber deswegen wollte ich das mit dir teilen. Ich hoffe, das hilft dir auf jeden Fall. Lass uns gerne in den Kommentaren dazu austauschen. Wenn dir das gefallen hat und du das Format cool findest und du dir ein bestimmtes Thema wünschst, schreib gerne unten drunter und lass mir ein Like da. Dann weiß ich auf jeden Fall mal Bescheid. Wenn du denkst, dass das jemand brauchen könnte, dann teile das Video gerne. Und dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.